Dann gibt es noch etwas, was ich auch erst zur Ausbildung kennengelernt habe, und zwar das nämlich der Sozialversicherungsausweis. Ja. Was genau ist das und wozu ist das notwendig und wo bekomme ich das? Ja, jetzt sind wir natürlich schon ein Stück weit eher in die Geschichte Ausbildung gestartet als die jungen Leute von heute. Das heißt also, die haben das alle noch vor sich und da hat sich mittlerweile ein Stück weit was geändert. Diesen Sozialversicherungsausweis, wie wir den kennen, damals noch, weiß ich, Ja, orange-braunfarben, gab so man einen musste Zettel. genau ein Foto von sich einkleben. Das ist heutzutage Geschichte an der Stelle. Es ist also mit dem Sozialversicherungsausweis ein Stück weit abgeändert. Man hat eine Ausweispflicht in speziellen Berufsgruppen, zum Beispiel typisch auch im Handwerk, auf dem Bau zum Beispiel, wo man eine Ausweispflicht hat. Das heißt also, wenn eine Kontrolle vor Ort stattfindet auf der Baustelle, muss man sich zum Beispiel durch einen Personalausweis auch auszeichnen können. In der Regel ist es so, dass der Sozialversicherungsausweis in dem Moment nicht mehr in der Papierform ausgestellt wird, sondern mehr oder weniger eine Identifikation über eine Rentenversicherungsnummer sozusagen, ja, erfolgt. Und jeder von uns hat eine Rentenversicherungsnummer. Also quasi so digital und Genau. das heißt, man muss sich nicht mehr wie ich damals so einen richtigen Ausweis besorgen, Genau. sondern wenn man eine Rentenversicherungsnummer hat, mit der Rentenversicherung zusammen, Ja. hat man quasi automatisch auch einen Sozialversicherungsausweis. Ich Genau. glaube, wird man da auch nicht nach so einer Sozialversicherungsnummer gefragt? Genau, die Sozialversicherungsnummer ist im Endeffekt der Ausweis, die Identifikationsnummer als solches, wo sich sozusagen spezielle Daten, persönliche Daten hinter verbergen, dein Name, dein Vorname, dein Geburtsdatum, Geburtsort und darüber sozusagen lässt sich steuern, bist du wirklich die Person, die hier berufstätig ist und führst du ordnungsgemäß sozusagen, ja, entsprechend nach deiner Vergütung die Beiträge in die Sozialversicherung ab und das ist der Hintergrund. Diese Sozialversicherungsnummer oder Rentenversicherungsnummer ist die eine Möglichkeit. Wenn dein Arbeitgeber natürlich darauf pocht, dass entsprechend auch ein Ausweis vorzulegen ist, dann kann man den ganz easy beim Rentenversicherungsträger sozusagen nachreichen und nachholen. Okay. Und dann gibt es ja noch so verschiedene Nachweise, die man manchmal für eine Ausbildung braucht. Ja. Sowas zum Beispiel wäre für manche Berufe ein Ja. Gesundheitszeugnis. Wo bekommt man sowas eigentlich? Also das Gesundheitszeugnis ist sozusagen auch ein Stück weit verpflichtend, gerade für Berufsgruppen, die mit der Hygiene sehr viel zu tun haben, beispielsweise als Auszubildender im Bereich Koch. Ja, Köche müssen also einen Gesundheitspass, ein Gesundheitszeugnis vorweisen, unter anderem auch alle Jugendlichen, die sozusagen in die Ausbildung starten, das heißt unter 18. Da ist es wichtig, dieses Gesundheitszeugnis vor Ausbildungsbeginn einzuholen. Das kann ich bei einem ganz normalen Arzt tun. Ja, und entsprechend da wird auch ja, nichts über eine Rechnung weitergegeben an den Jugendlichen. Da braucht man keine Angst haben, sondern alles abrechenbar über die kommunalen Ebene, das heißt über das Land, in dem ich sozusagen wohnhaft bin. Beispielsweise hier in Berlin, ne, wird das entsprechend über Berlin abgerechnet. Das zahlt dann sozusagen das Land. Das Land, genau. Aber ich meine, das Ja. ist ja praktisch. Ja, ist einfach auch eine Schutzfunktion, muss man an der Stelle sagen, ne, um den Jugendlichen ein Stück weit ja auch gerecht zu werden und da den Gesundheitszustand entsprechend ja schon mal vor Ausbildungsbeginn zu checken. Denn ja, in der Schule ist es einfach was anderes als im Berufsleben. Beispielsweise, wenn ich natürlich Maler bin und ich muss eine Außenfassade streichen, muss mich da auf dem Gerüst bewegen, ja, dann muss ich natürlich auch ein Stück weit höhentauglich sein. Und an der Stelle wird das auch überprüft durch einen Arzt. Also das ist auch diese sogenannte Erstuntersuchung, die man machen muss. Genau, richtig. Diese Erstuntersuchung ist für da ja, sozusagen dem Arbeitgeber zu signalisieren, ist dein zukünftiger Azubi überhaupt tauglich für diesen Beruf oder ist das nicht? Und genauso auch eine Schutzfunktion für den Jugendlichen selbst, denn manche Dinge sind einem vielleicht gar nicht so bewusst. Zum Beispiel auch vielleicht ja, eine kleine Sehschwäche mit Farbnuancen, die ich nicht wahrnehmen kann. Wenn ich da natürlich als Chemikant irgendwo einen Ausbildungsberuf starten möchte, ist das natürlich eine Gefahr, ne? Ja, das, wenn man die Warnschilder Ja. in krass Orange nicht Ja, erkennt, das ja. wäre schwierig. Genau. Was natürlich auch super, super wichtig ist, denn ich glaube, da freuen sich auch einige drauf, ist natürlich auch.